Marina Bay ist der jüngste Stadtteil von Singapur. Das Gebiet des Stadtteils wurde hauptsächlich durch Aufschüttungen dem Singapore River abgerungen. Heutzutage ist der Stadtteil für seine zahlreichen touristischen Attraktionen weltbekannt. Im Jahr 1969 begannen in der Marina Bay die Landgewinnungsarbeiten zur Schaffung von 360 Hektar erstklassigen Wassergrundstück. Das zurückgewonnene Land bildet die heutigen Gebiete Marina Center und Marina South und die Rückgewinnungsarbeiten wurden 1992 abgeschlossen. Der Merleon ist das Wahrzeichen von Singapur. Bereits 1989 entstand die Idee eines modernen Kulturzentrums. Die Grundsteinlegung erfolgte am 11. August 1996. Die offizielle Eröffnung war am 12. Oktober 2002. Die Baukosten beliefen sich auf 600 Millionen Singapur-Dollar. Die Außenhülle der beiden Hauptgebäude bestehen aus Glas, das wiederum mit über 7000 Aluminiumplatten überzogen ist, die als Sonnenschutz dienen. Die Helixbrücke ist eine Fußgängerbrücke, die das Marina Centre mit Marina South verbindet. Das Bauwerk gewann die Auszeichnung als weltbestes Verkehrsgebäude. Das Art Science Museum wurde am 17. Februar 2011 eröffnet. Obwohl eine Dauerausstellung im Museum geplant ist, beherbergt das Museum hauptsächlich Wanderausstellungen, die von anderen Museen kuratiert werden. Die Architektur erinnert an eine Lotusblüte. Das Museum verfügt über 21 Galerieräume mit einer Gesamtfläche von 6000 Quadratmetern.
Zu den Dauerausstellern gehören Objekte, die auf die Errungenschaften der Künste und Wissenschaften im Lauf der Jahrhunderte hinweisen. Der Singapore Flyer ist mit einer Höhe von 165 Metern das zweithöchste Riesenrad der Welt. Die Baukosten betrugen etwa 135 Millionen Euro und wurden von deutschen Investoren aufgebracht.